Es geht weiter mit Let's Play Mario und Luigi, Paper Jam Bros. Und ich habe mich jetzt gerade schon fast versprochen, direkt am Anfang. Ist das denn wahr? Auf jeden Fall. Mit den beiden ist irgendwas los und worum geht's? Du bist also der Schurke, der Wigglers Wald in eine Müllkippe verwandelt hat. Wiggler hat den ganzen Tag hinter dir hergeräumt. Das lässt sich Wiggler nicht weiter bieten. Hey, es hat mich einiges an Mühe gekostet, diese Hindernisse aufzubauen. Und du machst sie einfach kaputt. Du bist wirklich ein höchst nerviges Insekt. Und weißt du, was ich mit nervigen Insekten mache? Das hier. Hä? Oh! Endbossform. Die wahre Endbossform, die jetzt auch noch verzaubert ist. Wiggler? Wiggler? Komm wieder zu dir. Ich hab's doch sowas von gewusst, dass es einen Bosskampf gegen den gibt. Das ist immer so, in jedem Teil. Wiggler kann euch nicht mehr hören. Also gut, Wiggler. Dann will ich dir mal zeigen, wer hier die wirklichen Schurken sind. Das sind nämlich diese Typen. Mutschmuck, fertig. Zum Angriff. Ja, natürlich. Bosskampf. Okay. Ach du Scheiße, der ist ja wirklich riesig. Und Kamek ist da im Hintergrund. Kann der irgendwie noch mitwirken im Kampf, oder? Oh! Eiskalt von Marmilla geklaut. Oh Gott. Aber nur eben viel verstärkter noch. Oh Gott. Einfach mal Paper Mario getötet, bevor ich überhaupt zum Angriff kam. What the... Ah. Ich kann noch nicht mal angreifen. Oh, ich muss hier die... Ach, ich muss die hier umhauen. Verdammt. Ich kann doch nicht mal angreifen. Danke, dass ich angreifen darf. Alter. Fängt ja schon gut an. Oh, ich werde hier sowas von den Erfahrungspunkte-Boost nutzen. Auf jeden Fall. Da muss sowas von erstmal eine Superdose her. Da haben wir ja zum Glück noch zwei Stück von bekommen. Dann der Kopierblock. Erstmal so ein bisschen aufbauen hier. Jetzt macht er wieder 10 Angriffe auf einmal wahrscheinlich. Ja, natürlich kann er auch noch die Gegner beschwören. Und auch die dümmsten. Da springe ich einfach mit allen gleichzeitig. Paper Mario. So. Sehr gut. Und Kamek kann auch noch was machen. Was? Oh, das ist aber gar nicht mal so schlecht. Okay, Viereck auf... Dreieck geht auf Luigi. Viereck auf Paper Mario. Kreis auf Mario. Oh Gott. Wow, dass das noch funktioniert hat. Und Kamek kriegt dann auch Schaden dadurch. Oh, der kann auch noch seinen Angriff erhöhen. Was? Was macht der da? Ah. What? Boomerang-Verteidigung. Bewege den Zielcursor mit dem Schiebepad. Zum Glück mit dem Schiebepad und nicht mit dem 3DS. Danke. Danke, Spiel. Perfekt. Wir machen jetzt mal voll krass 1080 Grad No-Scope. Get No-Scoped! Gut. Versuche den Ball anzuvisieren. Perfekt. Mit B. Ah, okay. Dann mit A. Also schön mit beiden meshen. Achso, aber der bewegt sich dabei. Okay. Ja, komm schon. Nein, ich hab verfehlt. Nein. Jetzt habe ich extra mal predicted, dass der mal in eine andere Richtung geht. Und dann klappt es nicht. Okay, aber je näher... Boah, perfekt. Nice. Oh Gott. Natürlich. Der obligatorische Wigglerkampf. Natürlich muss ich es geben. So. Erfahrungspunkte Boost. Das Wichtigste zuerst. Geschwindigkeitsboost. Und jetzt gibt's auf die Fresse. Ich mach euch fertig. So. So, sehr gut.
Und wir werden jetzt ja auch noch immer stärker damit. Dann gibt es jetzt nochmal Verteidigungsboost. Und dann gibt es ein Trio-Drachen. Ich finde es ja interessant, dass der Wickler nicht aus mehreren Segmenten besteht beim Kampf, weil das ist dann, weil bei manchen Mario und Luigi's wurde das auch ganz gerne gemacht. Aber hier hat man wohl schon gesagt, das reicht schon so. Der ist schon krass genug drauf. Und so, nochmal mit Mario, nochmal die letzten Meter. So, perfekt. Perfekt. Und nimm das! Und nochmal schön am Boden. 92 Schaden. Und ich glaube 105 insgesamt. 104. Oder was habe ich da gerade gezählt? 111 sogar. Nice. Experten-Trio-Drachen. Perfekt. Oh, ein Angriffsboost. Auch noch. Ich würde sagen, ich gehe aber trotzdem weiterhin auf ihn. So, auf den Kopf. Ah, super weh. Hammer merkt, das Spiel macht mir wirklich Bock. Ich habe auch echt Spaß an dem LP. Ich bin auch so krank und nehme einen Part nach dem anderen schon im Voraus auf. Das ist echt nicht feierlich, wie viele Parts ich hier schon am Aufnehmen bin. Das ist schon verrückt. So, schnell drauf, weil das mache ich auch mal gerne. Da muss man dann schnell nochmal hämmern. Nein! Das war der zweite, verdammt. Natürlich haben die auch meine Lieblingsgegner genommen. Was hast du vor? Oh, es ist der Marmella-Abklatsch. Hat er tatsächlich noch ein paar Melonenkerne noch im Magen gehabt. Oder im Mund oder so. Und, ach Gott! Ach, das ist so fies. Das kommt vor allem so plötzlich dann auch noch. Oh, jetzt kommt der Mist. So, diesmal achte ich aber genauer drauf. Ach so! Ich darf mich aber auch nicht zu viel mit dem Hammer bewegen, weil da bleibe ich auch bei stehen. Oh Gott! Nein! Was? Ich bin tot! Mit einem Angriff. Ach du Scheiße. Ne, die Heilung von Mario hat jetzt erstmal oberste Priorität. Oh Gott. So, ich würde aber sagen, dann gibt es nochmal ein Bomben-Derby. Sehr gut. So, perfekt. Oh, und jetzt können wir noch den Angriffsboost reinmachen. Nice. Und Muschelbohrer auf den Wiggler. So. Oh mein Gott. Auch noch ein toller Treffer und... Boah, 99 Schaden. Geil. Aber der steht immer noch und der wird immer wütender. Der macht immer mehr Angriff. Der Arsch. So, daraus wird nichts. Was kommt der Kamek wieder? So, Viereck war... Was? Ach, der wechselt das ständig. Jetzt hat man sich dann einmal an was gewöhnt und dann doch der... Nö. Kannst dich wieder umgewöhnen. Arsch. Boah, ist das fies. Ich muss sagen, Kamek gab es auch schon in Dreamfield Bros. Als Bosskampf. Und der war so ein Arschloch dort. Das war vielleicht sogar der schwierigste Bosskampf dort. Ich habe den gehasst. Ah, okay, jetzt kommt das wieder. Ach so, B. Ich wollte jetzt A drücken, verdammt. So, sehr schön. Und nochmal ein bisschen Schaden gemacht. Gut. Dann nochmal ein Muschelbohrer. Das war sowas von. Vielleicht heißt es ja auch schon, um ihn zu killen. So. Macht 47 Schaden. Nicht schlecht. Oh, er erschlafft. Was hat Kamek jetzt vor? Oder ist der Kampf jetzt gewonnen? Nee, es kommt Kamek. Würde ich sagen, kriegt er jetzt die volle Ladung ab. Vor allem ist er auch aus Papier. Das heißt, es ist schwach. Oh, sehr schön. Das ist wirklich die perfekte Waffe gegen ihn.
Und nimm das. Wie viel Schaden macht du das? 163. Nice. Und den Trio-Drachen noch. Also der wird nichts mehr zu lachen haben. So. So, noch mal mit Paper Mario. Und ich drücke schon die Knöpfe wie ein Verrückter. So, okay. Boah, ich glaube, so hoch habe ich den noch nie bekommen, den Drachen. Und jetzt nochmal schön leiden. Oh, wie viel Schaden. 114, oder? Ne, 110. Warum übersehe ich da manchmal irgendwelche Werte? Boah, und jetzt nochmal so schön nochmals auf den Boden rammen. So. Nice. 57 Schaden noch. Mehr kann da, glaube ich, nicht mehr aushalten, oder? Oh, doch. Der macht wieder seinen dummen Zauber. Okay. Okay, ich hab's. I got it. Gut, nochmal Bomben-Derby. Das hat ja gerade so mega viel Schaden gemacht. Das ist die perfekte Waffe schlechthin. Also gegen Kamek. Gegen Paper Kamek. So. 177 Schaden, sogar wegen den tollen Treffern. Ich glaube, das war's. Gib mir deinen Rare Drop. Du hast verloren. Ich gebe noch lange nicht auf. Oder vielleicht doch. Nochmal die andere Handschuhe. Okay. Boah, geil. 1350 Erfahrungspunkte. Direkt nochmal ein Level up. Perfekt. Wenn das jetzt Pokémon wäre, würden wir uns jetzt wahrscheinlich entwickeln. Ist ja, Level 16 ist ja da immer gerne mal so eine Standardzahl. Boah, richtig gut. Boah, der Bosskampf hat mir aber auch echt gefallen. Vielleicht gewöhne ich mich langsam an diese heftigen Schemata von diesen Bossen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Aber damit wurde eben die Tradition aufrechterhalten. Ein Wiggler muss ein Boss sein in einem Mario und Luigi. Wiggler hat keinen Schimmer, was in ihm gefahren ist. Ja, du warst besessen und hast uns beinahe umgebracht in deiner Endbossform. Vielen Dank, dass ihr Wiggler wieder zur Vernunft gebracht hat. Und auch für die Beeren. Und natürlich auch für die riesige Melone. Die war enorm köstlich. Heute war der köstlichste Tag in Wigglers Leben. Wiggler ist so glücklich. Und jetzt gerade unglaublich müde. Wiggler, alles in Ordnung? Ihr müsst alle auch sehr müde sein. Nee, ich will weiterzocken. Wiggler muss ein Nickerchen machen. Wiggler kann kaum noch die Augen offen halten. Das schläft doch nur, oder stirbt er etwa? Was? Stirbt er jetzt echt? Nein, Wiggler, komm zurück. Ist er jetzt echt tot? Ein Charakter stirbt in der Mario und Luigi. Yay, Konsequenz. Sehr gut. Oh nein, Wiggler. Konsequenz, so muss das sein. Hm? Warum seid ihr so traurig? Hm? Oh! Er hat sich weiterentwickelt. Ich wollte gerade sagen, es sterben doch keine Charaktere dort. Außer vielleicht der Antagonist oder sowas. Aber meistens explodiert er dann oder dann wird das irgendwie harmlos dargestellt. Es gibt doch allen Grund zur Freude. Wiggler ist jetzt ein schöner Schmetterling. Das ist eine wahre Endbossform. Die ganze Zeit mache ich Witze darüber und dann kriegt er tatsächlich Flügel. Ist doch nicht wahr. Und das hat Wiggler nur euch und euren Köstlichkeiten zu verdanken. Warte nicht auf den Weg zum Spiegelbildberg. Dann bringe ich euch hin. Springt auf. Ich will noch kurz zum Heilblock. Es sei denn, dort ist auch noch einer. Aber wenn wir jetzt dann endlich dort sind und los geht's, Mario, und weiter geht's. Dann kommt jetzt hoffentlich die geile Musik, die wir schon in der Cutscene gehört haben. Ja, ich glaube, das war die Musik, oder?
oder? Vielen Dank fürs Mitnehmen. Ja, aber die ist, nee, das war eine andere Musik, aber die ist auf jeden Fall auch schön. Wenn ihr den Spiegelbildberg wieder verlassen möchtet, dann sprecht mich einfach an. Ich warte hier auf euch. Ah, okay. Super. Die Prinzessinnen müssen sich irgendwo auf diesem Berg befinden. Es ist unsere Pflicht, sie zu finden und in Sicherheit zu bringen. Das ist aber auch eine schöne Musik. Vielleicht hören wir die dann erst in der Villa, die Musik, die ich meine. Oh, die ist auch richtig schön. Allgemein, Eisgebiet. Ich sagte ja schon, Eisgebiete sind ja schon... Doch, oder war das doch die Musik? Ich weiß es gerade nicht mehr so auswendig. Auf jeden Fall hört die sich verdammt schön an. Und der einzigartig Hammer. Hoffen wir mal, dass er einzigartig ist. Keine besonderen Effekte. Okay. Aber guckt euch mal an, wie stark er den Angriff erhöht. Her damit. Sowas von her damit. Geld. Ja, ich muss einfach mal ein bisschen sperren über die Musik. Aber die ist wirklich schön. So ein bisschen beruhigend. Das passt aber auch zu einem Eisgebiet. Nintendo Eisphysik. Nein. Obwohl, nee, die ist anders. Das ist tatsächlich so ein Schlittereis, wo man sich automatisch bewegt. Das ist doch keine Nintendo Eisphysik. Cool, dann haben wir bestimmt solche Eisrätsel. Die mag ich eigentlich. Und neuer Gegner. Komm her. So. Oder ist er oben geschützt? Nee, doch nicht. Den kann man doch von oben angreifen. What? Nee, das bringt doch nicht viel. Nur beim Erstangriff wahrscheinlich. Dann hau ich dich mal weg. So, 32 Schaden. Okay. Ach Gott. Was? Ich bin jetzt hochgesprungen. Na gut, wenn das Spiel meint... Naja, dahin ist ja auch ein Heilblock. Warum hat das jetzt auf einmal 0 Schaden gemacht? Aber egal, jetzt ist er wenigstens weg. Ach nee! Der kommt nochmal zurück. Was ist das für ein assiger Vollassi? So, nehmt das. Okay, der ist jetzt komplett weg. Sehr gut. Ah, okay. Was? Und man kriegt auch noch ein Problem damit, wenn man das dann mal schafft, auf den Dorf zu springen? Ey, wie unfair ist das denn? Oh, also... Okay, ich habe mich im Wald jetzt erstmal ein bisschen überlegen gefühlt, dass ich dachte so, ey, ich komme mit den Gegnern schon mal richtig gut klar. Aber dann kommen die Gegner des nächsten Gebietes, mit denen man erstmal wieder klarkommen muss. Na gut, aber... Man beklagt sich ja immer, dass Mario-Spiele zu einfach sind. Hier kommt er auf jeden Fall auf seine Kosten. Selbst als Rollenspiel-Spieler. Da hinten ist noch was. Eine Plattform, aber da komme ich noch lange nicht hin. Da ist eine Röhre. Da kann ich drauf, okay. Und da gibt's noch was. Geld! Shop wäre jetzt noch nice. Aber ich glaube nicht, dass sich hier jemand niedergelassen hat. Und dann kann ich endlich mal die ganzen Bohnen aufdecken. Was ist das da rechts? Und hier ist schon wieder dieses Zeug. Kann ich damit irgendwas machen? Das sieht nicht so aus. Was können wir da dran machen? Noch so viele Fragen. Aber ich weiß nicht warum. Ich habe aber so einen kleinen Verdacht, dass vielleicht das Spiel das richtig losgeht, wenn... Oh, Superpilze, wenn wir dann in der Villa sind. Weil alles baut sich so langsam um diese Villa auf. So irgendwie da ist die Prinzessin, da sind die Bowser Juniors, die haben das Buch und so Sachen. Ich habe das Gefühl, da baut sich dann doch schon langsam was auf. So in Sachen Story und so. Hm.
irgendwas muss ich doch hier machen können. Hat es doch irgendwas damit zu tun? Nee. Darüber kann ich auch nicht. Okay. Da kann ich also nicht wirklich drauf. Ist hier noch was? Nope. Ach so, da nach rechts geht's noch weiter. Da ist ja noch ein Übergang. Gut. What? Da war grad... Moment, hat sich hier irgendwas verändert? Bevor ich jetzt weitergehe, da war doch gerade so ein Knallen, so ein ganz leichtes... Da war ja so ein ganz leichtes Beben. Hier hat sich doch bestimmt irgendwas verändert. Irgendwo an der Map. Sonst würde das nicht kommen. Oder es ist irgendwas Plotmäßiges, das vielleicht weiter oben kommt. Na, ich weiß, ich bin mal ein bisschen sehr gründlich bei sowas. Na gut, machen wir weiter. Ich glaube, da war doch nichts. 50 Münzen. Ja, schön. Schon wieder. Da ist wieder dieses Grollen. Was zum Koko könnte das nur sein? Kommt das von oben? Okay. Oh! Alter, geht's ja richtig ab. Und der König Bob-Omb. Feuer! Oh, ich überlege, wie spreche ich den? Ich glaube, ihm gebe ich wieder so einen Hitler. Ja, ich glaube, der kriegt einen Hitler-Akzent. Ja. Was? Okay, die feuern tatsächlich diese ganzen Paper-Sachen ab. Aber warum? Also was bringt denn das? Was haben die vor? Oder wollen die unsere Welt mit der Paper-Welt verschmelzen? Nicht aufhören! Oh, ich habe mir jetzt so schön bei den Stimmverausgaben. Feuer! Oh, und die haben Gegner erschaffen? What? Die haben es geschafft, irgendwie Gegner künstlich herzustellen und jetzt abzufeuern auf die ganze Welt. Mehr? Feuert doch mehr Sachen ab! Feuer! Okay. Wir sind hier eingesperrt. Puh, das war echt knapp. Wären wir nicht so vorsichtig gewesen, dann wäre jetzt vielleicht der Ofen aus. Diese Dinge fallen nicht einfach so vom Himmel. Das ist bestimmt das Werk von Bowser und seinen Schergen. Geht es euch gut? Freue ich mich, das zu hören. Aber der Weg wurde abgeschnitten. Was machen wir jetzt? Oh, Tutorial-Musik. Wir bekommen was Neues gelernt. Ich habe eine Idee. Was laberst du da? Ich sag einfach mal okay, ja. Ja, genau, unsere Drehattacke damals vom Superstar Saga, weißt du noch? Das kann ich auch, nur ein bisschen anders. Da habt ihr was Interessantes herausgefunden. Wenn ihr eure neue Technik ein wenig üben möchtet, sagt Bescheid, dann helfe ich euch. Der Trio Bohrer. Oh. Ah, cool. Okay. Ach, und jetzt können wir das mit den ganzen Bohnen machen. Oh, das ist ja richtig geil. Man muss jetzt nicht mehr auftauchen, um diese ganzen Bohnen zu holen. Ey, das ist ja mega geil. Das war nämlich so nervig früher. Dass man immer dann so auftauchen musste. Auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Toll, du kannst dich unter Hindernissen hindurchgraben. Das ist ja unglaublich. Das ist mega gut. Und die ganzen Bohnen. Das heißt noch mehr EVs für uns. Brüderbohnen und... Oh, was nicht alles. Das ist ja richtig gut. Was passiert? Achso, da kann ich nicht hoch. Wenn ich Y drücke... Oh, was? Kann ich auch noch so einen Boost machen?
Das erinnert auch noch leicht an eine Attacke, die es in Dream Team Bros. Gab. Der Bohrsprint. Aber ist eben vereint mit diesen so unter der Erde entlang gehen. Da geht es wohl nicht entlang, weil da eben Nägel sind oder so. Okay, da sind Steine. Oh, aber das macht das doch nochmal um einiges interessanter. Aber dann würde ich sagen, wir werden jetzt nicht mehr viel in den Part machen. Wir gucken uns dann diesen ganzen Ort genauer an. Ich würde nur vorschlagen, wir gehen dann nochmal eine Map zurück und holen uns dann dort die ganzen Bohnen. Weil da waren ja auch noch ein paar, dann hat man die auch mal geholt. So, sehr schön. Hey, wohin geht ihr? Wir müssen diesen Weg weitergehen. Wir wollen doch nur die ganzen Bohnen holen. Ich bin abhängig danach. Ich will meine Statuswerte erhöhen. Na gut, dann gehen wir wieder in die Richtung. So. Hier war das nämlich. Dann werden wir uns mal die ganzen Bohnen aufteilen. Okay. Ja, alles klar. Alles klar. Hey, darf ich ins... Ich darf nicht ins Menü. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir diesen Abschnitt dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und bis dann.